Das ist bei vielen Animes so. Ja, wenn du da mal anguckst, die Ärztin, die hat da so, keine Ahnung, Triple oder D-Dinger. Naja, bei Highschool DxD sind irgendwie solche Dämonen, die ihre dämonischen Kräfte, also alles Frauendämonen fast, und die geben ihre dämonischen Heilungskräfte weiter, indem sie sich nackt neben dich ins Bett legen. Ja, super. Macht total viel Sinn. Alter. Boah. Aber ja, das Geile ist halt, dass der Hauptcharakter sozusagen, warum muss das eigentlich so sein? Also der ist so wirklich so, das ist ja wirklich total sinnlos, der ist ihm bewusst. Hier kommt ein Wurm, hier kommt ein Wurm. Ich will nicht hier einen Wurm haben. Au, genau so. Ah ja, der ist gleich down. Du machst das. Ja, sicher. Guck mal, da ist eine kleine Wichsteil noch. Kommt nicht wieder. Aber es gibt echt Animes, da denke ich mir, warum? Weil wir es können. Ich meine, das hatten wir ja schon in der letzten Terraria-Aufnahme. Oder warte? Doch, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Terraria-Aufnahme, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Aber guck mal, da oben ist Tintenohr, was wir übersehen haben. Oh, das stimmt. Spring mal nicht hoch, Mensch. Wenn du da hinspringst, kann ich doch dort nichts machen. Und, ja, wir hatten es, glaube ich, in der letzten Terraria-Aufnahme schon mal, wo ich dir von diesem einen Anime erzählt habe. Wo diese zwei Schwestern total krass auf den Bruder sind, ja. Voll verknallt und so auf den Halbbruder. Oh Gott. Kann sein. Erinnere ich mich aber jetzt nicht. Ja, dann hatten wir es von diesen Anime-Tentakel-Dingern dann später. Das war irgendwie eher, weil du gesagt hast, dass du irgendwas geschrieben hast wegen der Slime hatten wir. Ich habe mich zerfetzt oder irgendwie. Ah, stimmt, stimmt. Da musste ich an Anime-Tentakel denken. Ja, nice. Naja, also manche. Obwohl, ich habe die Serie, muss ich schon zugeben, die habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Stunden lang am Stück gesuchtet. Ja, ohne Spaß, das ist so sinnlos gewesen, aber dann war schon wieder so. Oh, geil. Guck mal, Eisen. War schon so sinnlos, das ist schon wieder lustig und. Ja, wie gesagt, Das ist bei Highschool DxD auch so. Dass der Hauptcharakter wirklich sagt, warum muss das eigentlich so sein? What the fuck? So ungefähr ist er auch die ganze Zeit drauf. Muss ich mir mal reinziehen. Ist bestimmt. Aber lustig. Ich glaube, das gibt's nur auf Japanisch, also da gibt's nur mit deutschen Untertiteln. Ja, gut, ich gucke jetzt gerade auch wieder einen mit deutschen Untertiteln. Habe ich auch diese Ferien noch fertig. Ach stimmt, du hast noch Ferien. Ja, so schön, glaubst du gar nicht, wa? Doch, ich habe ja immer 2 Monate Ferien, wenn ich mal frei habe. Ferien sind schon was Schönes. Go, go, go. Wir werden einfach nur senkrecht runterbuddeln. Jetzt geht's sogar mal runterbuddeln, Wahnsinn. Ja, ohne blöde Wasserseen. Ohne ständig links, rechts, oben, unten wieder hin zurücklaufen musst. Wobei, wir sollten es vielleicht nicht so beschreien. Ja, sonst geht's gleich flugplatsch. Ja, wie gerade eben mit dem Tod. Ja. Ja, da habe ich gerade noch aufgehört. Oh, da ist wieder ein Sir Zombie. Ja. Also in den links rum? Nee, ich würde links rum gehen einfach und dann so, da kommst du rum, oder? Du darfst ja am Wassersee gehen. Kannst du mal gucken, was es da so gibt. Ja, genau. So, dann versuche ich den Sir Zombie hier zu töten. Ich glaube, der geht momentan auf mich. Ach lol, ich bin noch wieder im Wasser. Rope und Holzpfeil. So, dann töten wir mal den Sir Zombie. Der geht auf mich, den kannst du einfach abklatschen. Oh, jetzt geht er auf dich. Da kann ich jetzt mal so runter. Jetzt machen wir komischerweise ein bisschen mehr Schaden. Weil der hat wahrscheinlich weniger Rüstung. Was ist denn das da? Gold. Mini-Gold. Nein, nicht fließen. Ist eh schon vorbei. Nee, da drüben geht's noch weiter. Ja, ich wollte aber erstmal Licht und so. Mensch, hier, Licht. Ey, das war mehr Gold. Deine Falle. Oder war das Gold? Nee, das ist Gold. Oh, und 2 Skelette und eine Fledermaus. Oh, super. So, wir haben quasi noch nichts, ne? wollen wir nicht vielleicht rüberbauen? Wie wär's damit? Ja, oder so. Ein Erfolg!
ein Erfolg. Ein Erfolg, ja. Oh, guck mal, hier ist noch mehr. Ja, Smaragde. Ja. Ja, na klar, da wissen wir, was gleich passiert. Da ist noch mehr Gold. Wollen wir dann wieder hochgehen und ein bisschen was bauen? Wenn wir das Gold haben. Ja, wenn wir das Gold haben, dann ist das, glaube ich, eine ganz plausible Idee. Dann können wir uns wenigstens ein Goldbreitschwert oder so bauen. Mal sehen. Ja, dafür brauchen wir, glaube ich, 8 Goldbarren. So, also back to home. Oh, würde ich schon sagen, wir lassen die da unten erstmal Zombies sein, würde ich sagen. Moment. Hab ich doch noch. Mensch. Ach komm. Ach so. Ja, super. Was denn? Na, der Cloud in der Bottle ist auch weg. Ja. Vollkommen richtig. So, jetzt schaffen wir es natürlich auch noch. Ja, hab's. Oh, meine sind alle. Ja, ich hab noch. 2. Noch ein paar mehr, aber noch ein bisschen Holz. Nein! Da haben wir schon ganz schön tief gebuddelt. Ja, fallen schön gerade. Oh oh. Achtung. Okay. Wie hat 9 Schaden macht? Aua! Ja, unten. Sei froh, dass er nur 9 Schaden macht. Unten kann er mich nicht treffen. Aha. Stirb, roter Slime. Ups. Oh. Ah, jetzt bin ich wieder bei 55 Frames. Hä? Alles klar. Ja, keine Ahnung. Manchmal will es, manchmal will es nicht. Dein Spiel mal. Komische Sachen. Was? Mein Spiel verarscht mich gerne, wie es scheint. Ja. Ich hab's Gefühl, manchmal wollen mich viele Leute verarschen. Gestern kam so ein geiles neues Spiel auf Steam, gestern, ja. Und darauf habe ich mich so übelst gefreut, ne? Und dann natürlich erstmal, während ich in der Schule war, ja. Komm's hoch. Während ich in der Schule war, gedownloadet, damit es fertig ist. Waren ja insgesamt 30 GB. Geh mal weg. Und dann, fange ich an mit Spielen und merke, super. Da haben die Entwickler eine 30 FPS-Grenze reingemacht, ja? Scheiß Konsolenport, würde ich sagen. Ja, genau. Genau. Das ist ja von der Konsole importiert worden. Ja, das ist wie bei Dark Souls. Da mussten ein Modder die Grenze rausnehmen. Ist das State of Decay gespielt oder was? Nee. Was denn dann? Das ist halt gestern erst draußen. Das ist ein Naruto-Game. Achso, stimmt, das habe ich gesehen noch abends. Oh, das ist so geil, ey. Die Grafik ist viel besser als auf der PlayStation, ja. Aber wenn ich das dann aufnehmen will. Falsch. Dann sinkt es von bei den 30 FPS, was ja auch schon kacke aussieht, auf 21. Jo, go, Naruto, schnelles Spiel und so. Nee, aber weißt du, und dann, was mich am meisten aufregt, ist, dass wenn du die Auflösung oder die Kantenglättung runterschaltest oder so, dann verbessert sich das nicht. Du bist einfach bei 30, immer. Und wenn da ein bisschen mehr Action ist, dann sinkt die FPS auch. Sehr gut. Ehrlich, wer denkt sich sowas aus, ey? Ja, was soll denn das? Ich kaufe mir das doch nicht für einen PC, damit ich das gleiche habe wie auf der PlayStation. Energie sparen und so, damit du auf Laptop besser länger Akku hast. Ja, dann mache ich den Energiesparmodus an, ey. Boah. Da habe ich mich gestern echt aufgeregt, ey. Nur mal ein Pumpkins holen hier, wenn schon welche wieder da sind. Jo. Habe ich mir schon gedacht, was soll das eigentlich? Die haben das jetzt 6 Monate nach dem Release für die PlayStation rausgebracht. Ja, also die hatten genug Zeit. Ja.
Und dann bringen die was mit 30 FPS-Grenze. Da frage ich mich, was soll der Scheiß? Und die denken sich, verarscht. Warum bin ich jetzt eigentlich gelaufen? Ich hab doch einen Spiegel von dir. Brainfuck. Oh Mann. Ja, du wolltest mich nicht alleine lassen. An der Stelle. Nee, daran lag's nicht. Du bist mir vollkommen egal. Diese komischen Rasenblobs, ey, hier. Lol. Haben wir nicht noch in den Truhen irgendwas? So, ich habe übrigens das Ding ist fertig. Button. Set-Bonus, 10% Increased Damage. Hier, Pumpkin-Set. Bin ich fertig. So, mach mal alle Barren und guck mal, was du rauskriegst. Ganze 7 Goldbarren. Ich werf dir mal das restliche Ohr zu, dann, was ich noch hab. Dann habe ich 8 Goldbarren, glaube ich. Oder auch nicht. Okay, dann wart. Nee. Moment. Guck grad mal noch, ob ich irgendwas anderes übersehen habe. Barren. Ne, also ich habe 8 Tin Bars, 7 Gold Barren, 8 Tungsten Bars, 14 Iron Bars und 10 Emeralds. Okay, warte, dann gebe ich dir mal den da. Was? Wie? Achso. Ich hab dir gerade einen Goldbarren gegeben. Ja, also ich kann jetzt von jeder Variante ein Breitschwert machen. Beziehungsweise ja gut, von Iron auch eine Pickaxe. Ich habe halt 6 Eisenbarren und noch 5 Tungstenbarren und 17 Tinbarren. Kann dir meine Tinbarren zum Beispiel geben. Also Vega, du wirst ja auch bestimmt ein Breitschwert haben. Willst du Tungsten oder Gold Breitschwert haben? Das nimmt sich glaube ich nicht viel. Nee, ist egal. Okay. Warte, dann gebe ich dir das Tungsten. Ich habe ja genug Tungsten für ein Breitschwert. Ich kann Emerald Stuff machen. 23 Magic Damage. Slow Was? Speed, Average Knockback, uses 4 Mana. Ich kann dir auch kurz sagen, ich habe noch 2 Smaragde, aber ich weiß nicht, ob die was bringen. Nö, aber ich kann Emerald, aber da brauche ich mehr Mana, ich habe bloß 40 Mana. Ich habe nur 20. Ich kann damit 10 mal schießen, dann ist mein Mana aufgebraucht. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt mal mache. Ich glaube, ich mache den mal. Dann kriegst du doch das Goldbreitschwert. Okay. So. Warum? Ich wollte ihn nicht bauen. Oh. Ja, komm, dann platziere ich ihn auch. Sehr gut. Also, das Mana regeneriert sich doch relativ schnell. So, wir haben jetzt eine Pumpkin da. Wie gut, ich wollte es nicht bauen. Ja, ich wollte es auch nicht bauen. Sehr gut. So, jetzt habe ich noch. Ich kann mir noch eine Iron Pickaxe machen. Was hältst du denn davon, oder? Müsste eigentlich gehen, theoretisch. Oder auch nicht. Kannst du machen. Oder auch nicht. Brauche ich 15 für eine Iron Pickaxe? Ja, kein Ding. Okay, jetzt könnte ich mir einen Helm machen, weil du hast 20 mehr. Wo sind die blöde Iron Pickaxe? Ah, ich brauche Holz. Ha. Daran liegt's also. Warte, müsste ich. Ich kann einfach hier Holz abbauen. What? Wir haben das, glaube ich, komplett verbraucht für Dingens. Fackeln. Okay. Was hast du jetzt noch übrig? Moment, ich mache jetzt nochmal die Iron Pickaxe. Okay. Iron Pickaxe. Oder haben wir noch was in den Truhen drin? So, ich habe jetzt noch 8 Iron und Bars zum Beispiel übrig. Oh, lol. Wir haben in den. Alter. Bomben, Tränke. Ja, ich geh mal hier in die Goldruhe rein. Da ist nämlich ganz schön viele Barren noch drin. Ja, bisschen was. Iron Bar. Wir haben noch 8 Iron Bars gerade zugeworfen, ne? Tungsten Bars, Tin Bars. Ach, stimmt ja. Ja gut, ich habe dir aber auch meinen Iron gerade gegeben. Genau, ne? Das habe ich ja zurückgegeben. Oh, okay. Pumpkin Workbench, ey. So eine Scheiße.
Ganz lustig. Pumpkin Plattform. Mach jetzt ein Pumpkin Pie. Gib mir mehr. Ja, geil! Was denn? Guck mal, mein erstes Eisenbreitschwert. Jetzt mal ohne. Unhappy Iron Frost hat minus 10 Speed, minus 10 Size, minus 10 Knockback. Alter, hast du ein Pech? Ja, mein zweites hat jetzt plus 10 Schaden, plus 10 Tempo. Ich pack's ja trotzdem mal in die Truhe, ne? Man weiß ja, ja nie, wofür man es brauchen kann. Ganz jetzt mal ganz ehrlich. Also, entschuldige, aber. Hallo? What the fuck? Wie geil ist das denn? Wieso hab ich eigentlich hier noch eine Goldtruhe? Na egal. Erstmal placen. Hallo? Zinn hast du keins mehr, gell? Doch, 8. Also Tin. Gib mal. Wo kann man eigentlich den Z-Bonus? Achso. Okay. Wenn du drüber gehst, wenn du es hast, wenn du es voll hast, kannst du drüber gehen. Okay. Und was ist nice. Der Z-Bonus bei dem? 2 Abwehr. Okay. Ich habe bis 10% Increased Damage, von daher macht es schon Sinn, dass ich mir diesen 20er Damage-Teil gemacht habe. Bium! Das geht ja sogar durch! Ist das ja. Böse! Ja, das geht auch durch die Dinge. Aber hier ist 23 Damage und es geht einfach mal durch Gegner? Nice. So, die Smaragde lasse ich mal hier. Und Mana regeneriert sich sogar relativ schnell. Active Stone Block? Wo hab ich den denn her? Can be placed. Kann man jetzt hier auch Schaltungen bauen oder was? Keine Ahnung. Also ist für die Fallen brauchst du die bestimmt. Damit du die Fallen verbinden kannst. Kann sein, ja. So, schwacher Heiltrank nehme ich mal. Hast du noch Heiltränke? Nö. Doch, 4 habe ich. Okay, haben auch noch 4. Gut, sonst noch was Wichtiges dabei? Ja, eine Tür. Sehr wichtig. So. Haben wir einen Plan, was wir als nächstes machen? Wieder runtergehen? Okay. Sag mal, hast du nicht noch Amethyst vorhin gefunden? Ne, wir haben bloß hier Saphir gefunden und Emerald, oder? Smaragde, ja, und die habe ich alle da reingelegt. Wo, in welche Truhe? In die Truhe, wo die ganzen Edelsteine drin sind. Ach so. Iron Pickaxe, Unhappy Broadsword. Hier suchen wir noch eine Iron Pickaxe, falls du eine haben willst. Oh, okay. Hier in meiner Truhe. Da, der linken goldene müsste es sein. Ne, der ganz rechts, Entschuldigung, ganz rechts. Ganz rechts die braune. Nicht golden, sondern die braune. Die einzige selbst gecraftete sozusagen. Okay. She used to make blue dye. Ach, wir haben sogar Dynamit. Was ist denn das da? Das ist ein Bunny. Eigentlich ist es ein Bunny, aber es ist halt. Weil Halloween ist. Guck mal, auch unser Mond hinten ist verändert. Sieht aus wie ein Planet. Naja, deswegen. Warum ist jetzt schon das Halloween-Update draußen? Deswegen ist auch die ganze Pumpkin-Scheiße dabei. Da ist eine Pumpkin da, verdammt. Die habe ich zwar unabsichtlich gecraftet, aber guck dir das mal an, das sieht aus wie ein Kühlschrank. Ich finde die cool, mir gefällt die. Das brauche ich auch nicht mehr. Granate nehme ich nicht mit. Very slow speed. Wir brauchen eigentlich noch Holz, um wieder runtergehen. So, warte. So, da. Sieht schön aus. Sieht schön aus. Ist die weiter oben hin hängen? Ich packe jetzt mal mein Gold in die Piggy Bank, dann geht es auf den Sack. Dass ich mein Geld verliere. Noch ein paar Fackeln machen. Oh. Na gut, ich habe eh fast nichts. Ich habe auch nichts, aber ich sammle das jetzt wenigstens mal da. Weil das ist ja auch Charakter, also serverübergreifend so rum.
Glaube ich. Da kannst du kann immer nur ein Charakter drauf zugreifen. Mushroom! Ach, wir können jetzt eh keine Blobs finden, oder? Die können wir jetzt nur noch unter Tage finden, wenn es Nacht ist, oder irre ich mich da? Ja, ich weiß es nicht. Hier ist nichts gewachsen, von daher kann ich eigentlich nur wieder gehen und Dingens weiter unter Tage suchen. Da, wo wir letztes Mal waren? Also gerade? Ja, kann man machen. Haha! Ich finde es immer noch cool, also mein Pumpkin gefällt mir irgendwie. Mach's wieder zu! Suche ich ja. Ja. Die Türe können wir eh offen lassen, da kommt keiner. Oh, hier gibt's wegen Pumpkins. Sehr gut. Pumpkin Farm! Frag mich, wofür wir die später nochmal brauchen. Das ist einfach nur Halloween Update. Wahrscheinlich kannst du damit noch irgendwelche anderen Sachen machen. Och nö. Du hast doch jetzt die Fernkampfwaffe. Ja, sicher! Ich hab auch gerade gedacht, was denn? Da unten sind zwei rote Blobs. Komm wieder her. Das sind sogar okay. Noch mehr. Korrigier mich. Die haben sich gerade zu allen Liedern. Da gibt's wieder so ein Ding, was ich vorhin schon hatte. Goodie Bag, was ist denn das? Das hatte ich vorhin, da hatte ich vorhin so ein Kostüm rausbekommen. Ja, jetzt drücke ich Rechtsklick und da passiert nichts oder was? Mach mal Linksklick drauf. What the fuck? Der geht dann off und dann kriegst du ein Kostüm raus, glaube ich. Das kannst du in den so. Social Ding equippen. Dann siehst du halt so aus wie das Kostüm. Hast du okay, bekommen? Nice. Schaut mal gut an. Ach, Werwolf, Kostüm oder was? Nee, eine Katze. Katzen. Internet ist für Katzen, ne? Also nicht als Katze rum, ey. Miau. Lass mich in Ruhe. Katzen fressen keinen Kürbis. Guck mal, sogar der Schwanz bewegt sich. Kann sein, dass sie in unser altes Loch rein sind? Ja. Wir sind ein paar Helden. Oh Mann. Ja, aber wenn ich es habe, jetzt ein Goodie Bag, weißt du, jetzt bin ich eine Katze. Ja, die hatte ich ja vorhin auch, wo ich dann hier dieses Padded Pumpkin-Ding war. Nice. Also gibt es wohl irgendwelche lustigen Kostüme, die da rausfallen können. Oh, ups. Aber der Fernkampf ist echt nützlich, wenn unter dir irgendwelche Viecher auftauchen oder über dir. Mhm. Ja gut, irgendwo an einem Ende halt müsste auch noch ein Dungeon sein, da müssen wir auch später mal rein. Hä, woher habe ich jetzt ein Goldschwert? Das habe ich dir vorhin gegeben. Oder ich habe dir das Gold gegeben, du hast gecraftet. Schon wieder vergessen? Okay. Die vorhin okay, die. Ich habe dir vorhin 8 Goldmünzen, 8 Golddingens gegeben zum Craften. Falling Star! Oh. Oh. Wie gut es halt einfach ist, der Fernkampf! Wie gut es halt einfach ist! Und schon wieder voll, Mana. Sehr gut. Raven? Ja, und vor allem macht es halt auch Licht. Warum kann ich. Also, manchmal einen Raben angreifen? Oh, ein Ei. Ein Ei. Ja, sicher. Wie das einfach immer. Ja, aber jetzt wollte ich mich aber gerade schon beschweren, ey. Wie gesagt, wie gut es halt einfach ist.